damit was anfangen, weil ich habe gehört, wir sind im Videochat. Zwar nicht wegen unserem Clip, aber unser Format, unser Streaming-Format hat es in Saschas Video geschafft. Unser Streaming-Format, der Dümmste fliegt, hat es ins Video geschafft von Sascha. Deswegen müssen wir da natürlich mal reinschauen, uns das Ganze angucken. Also nicht lachen Challenge von Sascha. Let's go. Ich bin stolz, Chat. We in, boys. Heute ist wieder soweit. Heute hat Miluka eure Clips zukommen lassen. Das heißt, wir drehen heute Versuche nicht zu lachen. Die Spielregeln sind wie... Versuche nicht zu lachen. Easy. Kriegen wir easy hin. Wie immer. In der Episode gleich. Ich schaue mir gleich eure Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem ersten Clip. Let's go. Dude, your soda's on your car. Ja, den kenne ich schon. Your den soda's schon on your car. Stark. Sie tut mir so leid. Oh mein Gott, ASMR, Janina. Ich verstehe, ich werde niemals ASMR verstehen. Real talk, I don't get it. Ich verstehe es nicht. Leute hören das zur Beruhigung. Leute hören das, um einzuschlafen. Wenn ich das höre, kriege ich Aggression. Eva hört auch manchmal ASMR. What? Es gab mal so ein Video von ASMR Janina, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da hat sie sowas mit so Haaren gemacht und es war so voll aggressiv irgendwie. Sie meinte so, wie die, sie war so die Friseurin und sie hat so eingesprochen, wie die gefällt die Frisur nicht. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Und ich dachte mir so, hä, für welchen Menschen ist das beruhigend auf diesem Planeten? Erzählt ein bisschen was zu euch, Karl. Was machst du? Ich bin... Karl... Wer sind die denn? Wieso haben die T-Shirts, auf denen steht Fico und Fuckboy? Kann mir das jemand erklären? Ach du Scheiße. Comedians sind das? Ah, okay, dann kenne ich ihn sogar. Ja, von dem ist mal ein Video ein bisschen viraler gegangen, tatsächlich. Ich bin Comedian und sitze im Rollstuhl. Okay, was habt ihr gemacht, um hier stehen zu dürfen? Mir hat er drauf geantwortet, das würde ich gerne noch wissen. Wie bitte? ASMR Janina! Hat jemand zufälligerweise den Link zu diesem Video? Ich frage für ein Schulprojekt. Dankeschön. Kevin, wie viel ist ein Dutzend? Da sind wir, Leute. Wir sind da. We did it. Schaut es euch an, unser Format hat es in Ding geschafft. Schade, dass Danny schon draußen war. Bitte. Nicht. 50 Kilo, oder? Hä, wie viel ist ein Dutzend? Hä, woher soll man wissen, was ein Dutzend ist? Ich glaube, ein Dutzend sind 500 Gramm, oder? Moment mal, ist das gerade Saschas Ernst? Oder war das als Joke gesagt? Hä, woher soll man wissen, was ein Dutzend ist? Ich glaube, ein Dutzend sind 500 Gramm, oder? Hä? Also wenn das Saschas Ernst ist, dann was? Wir hoffen einfach, dass es ein Joke ist und machen weiter mit dem Video. Vor allem, wie alle Leute noch Einheiten hinten dranhängen, so Gramm. Dutzend sind halt einfach 12. Wir machen schnell weiter. Seid ihr alleine hier? Ja. Oh nein, bitte nicht er schon wieder. Gut, sehr gut. Wo sind denn eure Boyfriends? Ich hab keinen. Geil, und du? Meiner zu Hause. Yeah, richtige Antwort. Er ist so unangenehm. Ich möchte wirklich. Er ist der einzige Grund, warum man vielleicht froh sein könnte, dass die Gamescom dieses Jahr nicht stattfindet. Wirklich. Und was macht ihr noch heute Abend? Eigentlich nichts. Duschen. Yeah. Geil. Duschen. Ja, duschen ist geil. Eine geile Antwort. Wie alt bist du? 17. Ja, ciao. CEO of Cringe, einfach Oliver Pocher, wirklich. Also, ganz unangenehme Nummer. Würdest du mal mit mir essen gehen? Nee, lieber nicht du, ich stehe nicht auf Babybrei. Kurzerhand, komplett auseinandergenommen. Da ich beim Justin-Clip kurz stand, kann ich ihn nochmal angucken? Der aus verschlossenen Flaschen trinkende Boss. Okay, Number Memory. Okay, was ist das? What was the number? Wait, hä? Da war keine Nummer. Bro, das kennt circa jeder in ganz Deutschland. Wie man hier sieht, 1,7 Millionen Aufrufe, das ist die Hälfte von Deutschland. Wir sind der Fendi-Tür.
mein Gott. Das war's dann wohl mit deiner Monetarisierung, Sascha. You tried. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, Satz des Pythagoras kommt ja in vielen Bereichen vor. Satz des Pythagoras, Alter, ich habe seine Mutter gefunden. Und dann kommt ihr eigentlich ganz easy durch. Justin und Kevin, wenn man... Satz des Pythagoras ist so gut. ...denkt, dass Marcel schon manchmal den Vogel abschießt, kommen die beiden einfach bei Versuche nicht zu lachen um die Ecke mit 2 bis 3 Clips pro Video von nicht lachen oder auch deutschen Memes, wo man sich denkt, wie konnte das passieren? Ich kann, glaube ich, eigentlich ganz gut kochen. Nee. Aber halt. Ah! Oh Gott, ich hab mich erschrocken einfach. Danke, Jungs, ihr seid die Besten. Vor allem das Dümmste am Verlieren ist ja, dass du verloren hast. Na, was ist? Willst du mich nicht nass spritzen? Ich mich da immer frage, Real Talk, wenn die Macher von der Serie, ne, oder die Synchronsprecher, fällt es denen nicht auf oder ist es denen egal, dass es so ist? Absicht safe? Nee, I don't know, ich glaube nicht. I don't know. Scheiße, und die Leute sagen manchmal zu mir, ich wäre Caillou. Das war's komplett. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Bitte sendet auch jetzt wieder eure Clips an diese E-Mail-Adresse hier. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehebruder Masters ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Was war das denn? Da knistert jetzt, Leute. Kylo. Einfach auf Kylo schieben auch. Regina bräuchte auch einen Hund und dann müsste einfach auch immer sagen, Bello. Würde funktionieren. War ein starkes Video von Sascha natürlich. Ich sag's mal so. Nur weil wir drin waren und ganz professionell eine Frage vorgelesen haben in dem Video. Ich sag's ja nicht, aber das hat das Video natürlich gut gemacht. Ich meine. Optimal.